Hallihallo, da bin ich wieder, euer Oli vom Kanal Makramee Yourself. Ich möchte euch dieses Mal zeigen, einen kleinen Baumanhänger. Etwas größer gemacht ist er dann als Wandschmuck oder Türanhänger gut zu gebrauchen. Ich zeige euch den etwas größeren, damit ihr das besser erkennen könnt. Dieser kleine ist jetzt mit 1 mm Garn. Das würdet ihr wahrscheinlich im Video nicht richtig erkennen können, wie das gearbeitet wird. Er ist ganz einfach. Wie gesagt, ich mache ihn jetzt etwas größer und dafür braucht ihr einen Ring. Der hat 7 cm Durchmesser. Ich zeige es euch nochmal. 7 cm. Zwei verschieden große Kugeln. Kordeln. 2, 4, 6, 8, 10 in Rot, 50 cm lang. Und 12 Kordeln in Weiß, auch 50 cm lang. Wir beginnen mit den weißen. Die befestigen wir uns mit einem Buchtknoten. Alle 12 Kordeln. So, noch die letzte Kordel. Da haben wir die 12 weißen. Jetzt nehmen wir unsere roten Kordeln. Die machen wir auch alle mit einem Buchtknoten fest. So, und dann mal einmal gut nachziehen. Dann stecken wir uns das Ganze ein wenig fest, sonst rutscht uns das zu viel hin und her. So, und dann beginnen wir zuerst mit dem Weißen, mit einem Kreuzknoten. Wir ziehen ihn nicht ganz bis oben hin. Das machen wir einmal die ganze Reihe durch. So, und dann beginnen wir wieder von vorne, legen die ersten beiden Kordeln weg und arbeiten wieder
Kreuzknoten und wieder nicht ganz bis oben hinziehen. Und das auch wieder die ganze Reihe durch. Schön darauf achten, dass ihr oben den kleinen Abstand lasst. Und dann geht es weiter, wieder von vorne. Jetzt legen wir die ersten vier Kordeln weg und arbeiten wieder den Kreuzknoten. Und lassen wieder den kleinen Abstand. Und das auch wieder die ganze Reihe durch. Und wieder von vorne. Die ersten sechs Kordeln an die Seite legen. Und weiter mit dem Kreuzknoten. Und das auch die komplette Rolle, komplette Reihe. Durch, Entschuldigung. Und wieder von vorne. Jetzt werden die Bänder schon sehr kurz. Wenn euch das zu kurz ist, ihr könnt auch gerne 10 cm länger nehmen, die Bänder. Dann habt ihr natürlich auch entsprechend mehr abzuschneiden nachher. Aber das müsst ihr dann halt entscheiden, wie ihr das am besten machen möchtet. So, und jetzt kommt der letzte Knoten. Das ist jetzt ein bisschen sehr knifflig, weil die Bänder halt schon sehr kurz sind.
So, und hier nehme ich dann ganz gerne mal wieder meine Häkelnadel dazu. So, da haben wir schon das erste einmal fertig. Schneiden wir uns die Rastbänder alle ab. So ungefähr einen Zentimeter oder anderthalb stehen lassen. So, jetzt mache ich auf der Rückseite auf die Knoten ein bisschen Textilkleber, um sicherzugehen, dass mir die Knoten nachher nicht auseinandergehen. So, und dann können wir schon oben weiterarbeiten. Ziehen wir uns die Kordel noch mal einmal schön stramm nach. Stecken wir uns das unten wieder ein bisschen fest. So. Und dann arbeiten wir hier oben. Genauso, wie wir das unten mit dem Weiß gemacht haben. Allerdings fangen wir dann erst, legen die ersten beiden zwei an die Seite. Dann machen wir wieder unseren Kreuzknoten nicht ganz bis oben hin.
So, dann legen wir wieder zwei an die Seite. Arbeiten wieder versetzt den Kreuzknoten. Wieder ein bisschen Luft lassen. Und das arbeiten wir dann auch wieder die Reihe durch, bis dass wir wieder eine Spitze haben. So, jetzt haben wir alle Knoten gesetzt. Ein bisschen nachziehen. So, und jetzt beginnen wir mit dem doppelten halben Schlag. Wir nehmen also immer unsere Kordel mit und arbeiten sie mit ein. Auch hier, es wird knifflig, weil die Kordeln sehr kurz werden. Wie gesagt, wenn es euch zu kurz wird, nehmt von vornherein 10 cm mehr an Kordellänge. Aber ich versuche halt immer so zu arbeiten, dass ich so wenig wie möglich zum Abschneiden habe, an Resten über habe. Das ist dann schon ein bisschen ärgerlich, wenn man sehr, sehr viel abschneiden muss. Jetzt beginnen wir auf der anderen Seite. Genau dasselbe.
Das will jetzt nicht so richtig. Nehme ich wieder meine Häkelnadel. So. Und schon hat es geklappt. So, für den Rest. Nehmen wir uns ein Stückchen Restkordel. Ich nehme mal ein Stückchen im Weiß. Sieht bestimmt auch ganz pfiffig aus. Dann arbeiten wir uns das Ganze mit einem Buchtknoten. Drehen das Ganze einmal um. Ja, hier sieht es ein bisschen komisch aus jetzt. Arbeiten einen Wickelknoten, nicht Buchtknoten. Jetzt habe ich etwas vergessen. Wir brauchen nämlich noch eine Schlaufe. Dazu nehmen wir uns noch mal ein Stück rote Kordel. Das sind so ungefähr 30 cm. Die legen wir uns mit ein zum Wickeln. Na, schön stramm ziehen. Machen wir so ein paar Mal rundherum. 4, 5, 6 Mal. Den Rest ziehen wir uns durch die Schlaufe und ziehen sie dann oben durch. Also nicht ganz durchziehen. Die Reste schneiden wir uns ab. So, jetzt fixieren wir uns das Ganze ein bisschen mit Heißkleber.
So, und fertig ist unser Wand- oder Türanhänger. Hier noch einmal den kleinen mit 1 mm Garn als Baumschmuck. Sieht richtig toll aus. Jetzt können wir aber hier noch einmal, wenn wir möchten, unsere Bänder ein bisschen auskämmen. Das Ganze noch ein bisschen gleichmäßig schneiden. Ich nehme mal die große dafür. Der anderen Seite auch. Ja, das war es dann auch schon. Einmal der große als Tür- oder Wandhänger und einmal der kleine Nikolaus als Baumschmuck. In der Infobox werde ich die Materialangaben für den kleinen werde ich mit reinschreiben. Könnt ihr dann auch gerne in klein nacharbeiten. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nacharbeiten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über eure Likes oder auch Abos würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Ich würde sagen, bis dahin, eure Uli vom Kanal Macramé Yourself. Ciao, ciao.